Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Köbel. Der Umzug ist geschafft und ja, Internet ist wieder da, also kann ich jetzt auch wieder Aufnahmen hochladen. Gott sei Dank. Und ich hoffe mal, dass die Soundverhältnisse so passen. Ich muss jetzt natürlich noch ein bisschen gucken. Der Raum ist noch ein bisschen leer. Also wenn es heute ein bisschen hallt und die nächsten ein, zwei Male. Nicht wundern, das wird noch besser. Ich tüftel jetzt dann rum. Gebt mir aber gerne Feedback, wie das Audio so abgemischt ist, damit ich es nach und nach sauber auf die neuen Verhältnisse anpassen kann. So, wir haben die Minmus-Station quasi fast fertig. Wir müssen jetzt noch ein paar Sachen ranschrauben, bevor wir Richtung Minmus aufbrechen. Und ich würde sagen, darum kümmern wir uns jetzt mal, denn die Kohle wird dringend benötigt in der Kasse. Und dann können wir damit auch noch ein bisschen Wissenschaftspunkte sammeln. So, jetzt schauen wir mal. Also, wir hatten ja hier jetzt unser Raumfahrzeug angedockt. Und jetzt müssen wir als erstes gucken, dass wir... war es bei Kynuk drin? Bei Kynuk war es drin im Inventory. Ist es bei den anderen noch drin? Da war nichts mehr weiter, ne? Nee. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir die Ausrüstung rüber transferieren. Namentlich Werkzeuge, Solarpanels. Kann man alles mal brauchen. Und ein KISS User Guide ist auch nie falsch. Haben ist in dem Fall tatsächlich deutlich besser als brauchen. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir denn schon alle sauber transferiert? Haben wir noch nicht. Wer ist hier noch drin? Wer ist hier noch drin? Transfer Crew. Der Kyno war noch Wissenschaftler, glaube ich. Der Freedom auch. Ist der Pitten auch ein Wissenschaftler? Ne, Pitt ist ein Pilot. Build Engineer. Genau, dann sind das die zwei. Da müssen wir als erstes mal hier Platz machen. Ist hier jemand drin? Der Bill, ne? Der Bill als Ingenieur kann mal hier rein erstmal. So, dann nehmen wir von hier den Pit raus. Nach vorne in die Cupola, dann kann er von da steuern. Und dann übertragen wir den Knopf. Und übertragen den Freedom Kerman ins Labor. Zack. So, dann können die da nämlich ihrer Arbeit nachgehen. Und dann können wir auch schon mal gucken, ob von den Experimenten, die wir haben, wir was mit anfangen können, um schon mal ein bisschen Science ins Labor zu pumpen. Denn Strom haben wir jetzt genug. Ah, guck mal, da können wir schon ein bisschen Data reinpacken. So, Toggle Shutter, oder? Gab das noch Punkte? Ach Mensch, das können wir sogar noch rüberfunken. Ja, zack. Weg damit. Uploading Data. Gut. Fertig. Das gab sogar noch ein paar Science-Punkte. Solarpartikel. Die haben wir, glaube ich, schon gemacht. Das dürfte keine Science mehr geben. Aber eventuell gibt uns das ein bisschen Data. Gibt es. Zack. So, was haben wir hier noch Schönes? Monoprop-Tank. Mystery Goo. Mystery Goo gibt auch Nummer 40. Sehr schön. Ja. Einmal das komplette Forschungsprogramm. Weil dann haben wir das schon mal aus dem Low Carbon Orbit. Können das dann gegebenenfalls nochmal... Oh, 95 Data. Sehr gut. Können wir das gegebenenfalls nochmal im High Orbit machen. So, Lock Temperature. Ab damit ins Lab. Und Log Pressure Data und ab damit ins Lab. So. Toggle Sensors ist es, ne? Ja. Monoprop Tank. Monoprop Tank. Und dann sind wir einmal rum, ne? Jawohl. Da kommt wieder das Solarkollektor, genau. Gut, das heißt, wir haben momentan auch genug Strom. Wir starten hier mal mit den 52 Data, die wir haben. 52 Data? Warum so wenig? Wir haben doch richtig viel reingepackt, oder? Also hatte nicht allein der Mystery Goo irgendwie 90 gehabt? Achso, ja, das ist jetzt natürlich verbraucht. Clean Experiments.
Clean Experiments. Okay. Mystery Goo. Eigenartig. Na gut, das lassen wir einfach mal so. Aber wir haben jetzt schon ein bisschen Data drin. Das heißt, die Jungs können arbeiten. Stromtechnisch funktioniert das auch. Dann muss jetzt als nächstes der Bill an die Arbeit, würde ich sagen. Die Überlegung ist, hauen wir vorher die Jungs schon mal weg. Eigentlich erfüllen die ja hier keinen Zweck mehr. Ne? Hier sitzt jetzt nur noch... Hier sitzt jetzt noch Jebediah drin. Eigentlich kann der abhauen. Jetzt kurz überlegen, bevor ich losfliege. Ist da noch irgendwas Wichtiges? Nö, ne? Eigentlich haben wir alles. Wir haben das Werkzeug drüben. Ich gucke nochmal sicherheitshalber nach. Jawohl. Das ist auch wirklich da drin. Das heißt, wir können das eigentlich hier abkoppeln. Wir könnten noch ein bisschen Monopropellant drüber füllen. Da so rein, oder? Hat das keinen Monopropellant-Tank? Doch, aber ist voll. Wo können wir noch Monopropellant reinpacken? Hat noch hier Monopropellant-Tanks, genau. So, dann rein damit. Wir behalten eine ganz kleine Menge drin, dass wir jetzt das Abdockmanöver sauber machen können. Das sollte reichen, weil dann hier wird das Monopropellant benötigt und dann würde ich sagen, schicken wir den Jebediah. Wir können hier noch ein bisschen auffüllen, ne? In. So. Zack. Okay. Dann. Die Couple Note, würde ich sagen. Hab ich nichts vergessen? Ich bin ja der Weltmeister darin, Dinge zu vergessen, aber ich glaube, es passt alles. Naja, wir werden es später wissen. So, rüber zum Jebediah und wenn wir RCS haben, benutzen wir es auch. Zap. Und wir gehen im Orbit schon mal ein bisschen retrograde. Wir schleichen uns mit dem Monopropellant davon. Da war es dann auch alle. So, das reicht aber, dass wir genug Impuls haben, um jetzt hier erstmal wegzufliegen von der Minmus-Station und dafür sorgen können, dass das jetzt erstmal Freiraum gibt zum Arbeiten. So, und jetzt ist der Bill dran. Und ich denke mal, wir nutzen die Zeit, solange es noch hell ist. Haben wir noch irgendwo diese blöden Klammern eigentlich? Die sind auch weg? Nee, ne? Das wäre natürlich doof. Wenn wir so gar keine Klammern mehr haben. Ah, da sind sie. Sehr gut. Okay, also. Bei Pitkerman gibt es die Portable Struts zum Abholen. Das heißt, dann legt der Bill mal los. So. Also erstmal einmal einpacken gehen alles. Und ich mache das jetzt immer so, dass bevor ich wieder an Bord gehe, packe ich das Zeug einfach ins Inventory, weil irgendwie scheint das gerade ein bisschen buggy zu sein. Und ich verliere es sonst andauernd und das ist ein bisschen ungünstig, wenn ich nach und nach mein ganzes Werkzeug und meine Ausrüstung verliere. So, dein Inventory und Pit sein Inventory. Und du willst alle 20, geht das tatsächlich? Dann nehmen wir mal so einen Expanded Eva-Rucksack. So. Ist das jetzt besser geworden eigentlich? Hat der Sitz mal nicht so gut funktioniert. Ach, guck mal, jetzt geht's, wenn man ihn jetzt erst anlegt. Verrückt. Okay, also immer erst später anlegen. So, Düsen brauchen wir nicht. Aber Werkzeug brauchen wir noch. Und das gibt es beim Lager. Das sieht witzig aus jetzt mit dem Raumschiff. Jetzt sieht es wieder so aus, als ob es nicht mehr wegfliegt, ne? Fliegt es wieder auf uns zu? Ne. Es entfernt sich langsam. Es wirkt nur durch die seitliche Bewegung so. So, Inventory und wir wollen das da haben. Jawohl. Gut, dann fangen wir mal an, Dinge zu versteifen. Ich würde sagen, wir machen als erstes hier zwischen und dann hier zwischen nochmal. Oder aber wir könnten natürlich auch einfach sagen, wir ziehen die von hier runter. Mal probieren, ob das hier dazwischen geht.
So. Inventory. Wir wollen equippen. Wir wollen splitten. Und wir wollen nochmal splitten. So. Kann man sich eigentlich festhalten und dann schrauben? Ich glaube, das ging nicht, ne? Aber wir probieren es mal trotzdem. Eigentlich wäre das ja ideal. So vom Arbeiten her. Nee, die wollte ich nicht. Das geht tatsächlich. Sehr schön. So, und dann noch hier eins hin. Link. Link. So, erster Strut sitzt. Dann machen wir das Ganze noch auf der anderen Seite. Das ist ja cool, dass das mit dem Klettern klappt. Achso, können wir ja aber eigentlich erstmal hier auf der Seite noch machen. Zum anderen Teil. Dann müssen wir gar nicht so viel rumfliegen. Das macht es doch ein bisschen einfacher. So, und einfach hassen wir. Deshalb machen wir das ja auch so. So, einmal hier. Zack. Und einmal hier. Und Link. So. Und jetzt auf die andere Seite. Jetzt geht's schon wieder ins Dunkle? Nee, ist alles gut. Ach, da hinten ist immer noch Jebediah unterwegs. Gab's auf der anderen Seite auch was zum Festhalten? Nee, ne? Aber es gibt hier oben. Ich glaube, an den Dingern kann man sich auch festhalten. Ich muss unbedingt mal irgendwann so ein Griffstück mitbringen. Konnte man sich da nicht festhalten? Ich dachte, es ging. Schade. Na gut, dann muss es auch so gehen. Hat ja bisher immer geklappt. So, und wie gesagt, ne, gebt mir auf jeden Fall gerne Feedback zum Thema Sound, wie das so funktioniert. Denn ich muss jetzt erstmal gucken, der Raum ist alles ein bisschen anders und das heißt natürlich auch, dass es mit dem Sound ein bisschen anders wirkt. Ich habe natürlich auch meinen PC komplett auseinanderbauen müssen und hier wieder aufbauen müssen. Also kann es sein, dass irgendwas an den Einstellungen vielleicht nicht mehr ganz so schubby ist, wie es das vorher war. Also sagt bitte gerne Bescheid oder dringend Bescheid, wenn das mit dem Sound nicht so gut funktioniert. Ich werde selber natürlich auch nochmal drüber hören, aber es ist ja oft nochmal was anderes, wenn ich das Kontroll höre versus wenn ihr euch das auf YouTube dann anguckt. Von daher. Bitte, bitte Feedback. So. Und so. Link. Und Link. So, das müsste es eigentlich gewesen sein, würde ich sagen. Jetzt lass mich mal gucken. Das ist in sich stabil. Das ist verstärkt. Das ist verstärkt. Also eigentlich müsste das Teil jetzt fliegen können, ohne groß rumzuwommeln. So, und jetzt gehen wir mal unsere Ausrüstung zurückpacken. Dass wir die sauber im Tank haben. Und hier können wir schon mal ein bisschen Licht anmachen. Ja. Zack. Damit wir es nicht wieder verlieren. So, so ist auf jeden Fall sicher, dass es da drin ist. Egal, ob es den Bill jetzt verdoppelt oder nicht. Ja, mal gucken, ob er heute bugfrei reingeht. Ja, es scheint wirklich auch in diesem Eva-Rucksack zu liegen. Zu liegen, meine Güte. So, und dann würde ich sagen, Control from here. Und wir würden gerne zum Minmus fliegen, haben wir gesagt. Set as target. So, und jetzt gucken wir mal. Wir haben den Descending Node in. Gar nicht mehr so lange hin. Ich will nicht den als Dings. Genau, ich möchte gerne das hier. So. Wir möchten gerne hier ein Manöver adden, um schon mal die Plane anzugleichen. Dafür müssen wir in die Richtung. Schwupp. Ach so, wie viel Delta V haben wir denn eigentlich? Gar keine, sagt er, weil das Triebwerk noch nicht gezündet ist. Okay. So passt das vom Manöver her. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, dass wir vielleicht mal unser Triebwerk einschalten. Dings ist aus. Activate Engine.
Ach so, ja, die Tanks waren gesperrt, ne? Zack, zack. 1190 und 3028. Hervorragend. Ja, da fliegen wir ja. Lockhurst. Lockhurst fliegen wir damit nach Dings. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wo unser blödes Manöver ist. Irgendwo hier in der Nähe muss es sein. Denn es wird mir kein blauer Pfeil angezeigt. Da oben irgendwo. Na? Jawohl. Da ist es. Dann bin ich mal gespannt, wie die Karre fliegt. Jetzt beim Drehen scheint sie schon mal relativ stabil zu sein. Hatten wir die Research eigentlich angeschmissen? Ja. Sehr schön. Also Forschung läuft. Wir machen nicht ganz einen Science-Punkt pro Tag, aber wir haben bisher auch nur zwei. Warum haben wir eigentlich nur 52 Data? Da standen so viele Data Points drin. Das wundert mich gerade ein bisschen. Aber gut, vielleicht weil wir es im anderen Labor schon drin haben oder sowas, dass sie dann auch nur teilweise gezählt werden. So, jetzt einmal stoppen sauber. Dann würde ich sagen, machen wir hier einmal die Plane-Angleichung in 9 Minuten, 8 Minuten. Und dann bringen wir den Jebediah sicher nach Hause noch diese Folge. Aber erstmal machen wir den ersten Burn hier mit der Kiste. Einfach nur, weil ich fürchterlich neugierig bin. Fürchterlich, fürchterlich neugierig. Wie gut oder nicht gut, das funktioniert so jetzt. Ich hoffe mal, das reicht zeitlich. Ah, das geht. Okay. Also wir haben 50 Sekunden Burntime ungefähr. Können wir noch ein bisschen driften. So. Und dann macht sich unsere Minmus-Station das erste Mal hochoffiziell auf den Weg in Richtung Minmus. Verrückt. Völlig verrückt. Ja, ist gar nicht so hässlich geworden. Es geht. Ist sogar halbwegs symmetrisch. Dafür, dass das im Orbit zusammengefummelt ist, ist es ganz okay, muss ich sagen. Ja. Alles nicht ganz so schlimm. Wie viel Essen haben wir drin? Wie lange hält das jetzt hier? Ein Jahr. Also fast 2 Jahre sogar. Okay, das heißt, wir können da auch eine ganze Zeit lang bleiben, bevor wir in eine Versorgungsmission fliegen müssen. Und das Ding ist natürlich auch ausbaufähig, ne? Also das würde ich auch gerne im Orbit später mal erweitern, um so Fuel-Processing-Sachen, dass wir dann damit noch eine Tankstelle am Minmus draus machen. Aber das ist die Zukunft, soweit sind wir forschungstechnisch noch nicht. Aber die Station kann natürlich dafür auch die Grundlage schaffen mit ihrem Labor, sodass wir Forschungspunkte technisch endlich mal wieder ein bisschen weiterkommen und vorankommen. So, dann haben wir das. Und wir müssen dann irgendwann mal Manöver Richtung Minmus rausmachen. Aber das ist eh erst irgendwie in bla. Hier drüben irgendwo wahrscheinlich. Das wäre in. Ne, nicht Tatis Hulk. In so um und bei 18 Minuten. Gut, da haben wir noch genug Zeit. Das heißt, wir gucken jetzt mal, dass wir uns den Jebediah schnappen. Und ich hoffe mal, dass sein restlicher Sprit noch reicht, dass wir ihn sicher nach Hause bringen können. Und dann ist für diese Folge auch schon wieder genug. So, wir haben jetzt noch, ja gut, 791 Delta V, also durch die Gewichtsreduktion ist es dann doch ganz angenehm geworden. Dann können wir mal gucken, ob wir da relativ nah an das Kerbin Space Center ist das irgendwo. Ne, ist gerade auf der Nachtseite. Wir können natürlich auf die völlig brutale Art und Weise eine Nachtlandung versuchen. Ich glaube, das machen wir auch. So, Toggle-Info. Sechseinhalb. Close. Und Arm. So. Und wollen wir die anderen Kollegen? Da. Zack. So, und jetzt lasst uns mal schauen. Wir haben noch Essen für 65 Tage, ist also auch alles völlig unkritisch. Wir müssten jetzt mal so ungefähr. Ah ja. Warp hier, das kann man schon mal machen.
Wir haben ja ziemlich viel Sprit, da können wir ziemlich hart in die Bremse treten. Und dann hoffentlich recht steil runtergehen. Das müsste eigentlich hinhauen. Ist ja nicht viel Gewicht dran an der Kapsel. Ah, da hinten ist die Mündungsstation. Wie sie so langsam von dannen gleitet. Gut, und wir gehen in die dunkle Zone rein. Wie schaut es aus? Ja, da können wir noch ein bisschen weiter. Kerbin hat sich doch noch ein Stück gedreht. So. Und dann würde ich sagen, harte Bremse. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal wieder im Eintritt oder im Wiedereintritt. Aber da geht noch ein bisschen was. Wir können die Periapsis da hinten mal ruhig noch ein bisschen weiter runterdrücken. Denn wir wollen ja irgendwo hier vorne landen. Mal gucken, wie gut wir das, wie gesagt, hinbekommen. Wir haben ja relativ viel Sprit. Und da können wir noch ein bisschen was mit kontrollieren. Dann schauen wir mal, dass wir vielleicht den Kerbin Spaceport treffen. Oder zumindest nah rankommen. War vielleicht ein bisschen spät, ne? Das Triebwerk hat gar nicht so viel Leistung. Da hinten kommen schon die Berge. Müssen wir jetzt aber ganz schön bremsen. Aber da passiert ein bisschen was. Mal gucken. Mal gucken. Nicht, dass das zu steil wird. Das wäre natürlich auch ein bisschen ungünstig. Aber Jebediah hat das alles im Griff, würde ich sagen. Oder Jebediah, du hast das doch im Griff. So. Ja, zum Thema Livestream. Es wird heute Abend auch einen Livestream geben. Ich überlege mir noch ein Thema. Es gab diesmal natürlich keine Abstimmung, weil ich irgendwie nicht so die Möglichkeit hatte, Videos hochzuladen diese Woche. Und mal gucken, vielleicht bauen wir, habt ihr vielleicht Bock auf SSTO bauen? Ansonsten nehme ich gerne auch in den Kommentaren Vorschläge entgegen, was ihr gerne sehen möchtet. Also gerne, wir können auch eine Folge Hardcore Kerbal spielen. Wir können auch mit Real Solar System weitermachen, wobei ich da lieber jetzt dann eher die Zeit nutzen würde, die Serie vorzubereiten, dass wir dann quasi einen sauberen Start mit der Serie machen. Oder irgendwas anderes. Also wenn ihr, was weiß ich, Keep Talking and Nobody Explodes oder wir spielen alle irgendwas anderes. Was weiß ich. Also rein in die Kommentare. Wie gesagt, wo ich auch Bock drauf hätte, wir können gerne auch mal im Sandbox-Mode SSTOs bauen. Finde ich auch ganz witzig, glaube ich. Also ich glaube, dass ich das ganz witzig finde. Muss mal gucken. Und ja, schreibt es einfach in die Kommentare und dann machen wir irgendwas Lustiges draus im Livestream. So, und jetzt kommen wir langsam rein, aber wir müssen jetzt mal, wir sind auf 94. Wir sind ganz schön spät ins Bremsen gegangen, ne? Ah, das wird ein Overshooting. Das wird nicht reichen. Aber wir bremsen jetzt einfach mal so lange, wie es noch geht. Mal gucken, wie nah wir uns noch ranmogeln können an den Kerbin Spaceport. Habe ich hier eine Limitierung drin? Ich bin auch doof, ne? Oh, ist Feuer frei, Mann. Und ich denke die ganze Zeit, warum geht das denn so langsam? So schlecht war das Triebwerk doch gar nicht. Ja gut, so ist das natürlich, wenn man seinen Thrust Limiter drin lässt. So, und dann ist nämlich auch gleich die Delta V alle. So, und dann nix wie weg damit. Und hoffen, dass der Rest irgendwie funktioniert. So. Wieder eintrittsmäßig. Jetzt kommen wir ziemlich steil rein, aber dafür sind wir dann auch nicht mehr. Ich denke mal, wir werden dann irgendwo hier vorne ins Wasser platschen. Und verglühen sollten wir eigentlich nicht. Also eigentlich, das ist nur eine Kapsel, die ist relativ leicht. Wir haben ein Hitzeschild vorne dran. Wir haben kein unnötiges Gewicht. Wir haben das Essen relativ weit reduziert. Müsste eigentlich laufen wie geschnitten Brot. Was liegt denn da noch rum? Bestimmt irgendwelche, ach, bestimmt irgendwelche abgefallenen Trümmerteile von der letzten Bruchlandung. Mal gucken. Aber Jebediah macht natürlich keine Bruchlandung. Jebediah macht das hier überaus professionell. So, 1600 Meter pro Sekunde dürfte auch nicht so viel Hitze bedeuten. Und wir gehen
gehen steil runter. Fast 1000 Meter pro Sekunde. Mal gucken, was die Atmosphäre so zu uns sagt, wenn wir hier angeflogen kommen. So, da ist der Kerbin Spaceport oder das Kerbin Space Center. Und das wird jetzt ein bisschen Überlänge, aber die nehmen wir mal noch mit. Denn ich denke mal, ihr seid alle gespannt, wie es dem Jebediah ergehen wird. Und ich habe euch das letzte Mal schon so fies beim Bauen an der Minmus-Station mit einem Cliffhanger versehen. Das müssen wir heute nicht unbedingt nochmal machen. So, die heiße Phase beginnt. Later verbraucht sich fröhlich. Kapsel liegt aber stabil. Und wir gehen irgendwo im Meer runter. Hauptsache es bremst jetzt schnell genug, damit die Fallschirme nicht kaputt gehen. Das ist eigentlich so meine Hauptsorge, dass wir bei 6000 Metern Höhe langsam genug sind. Aber wir bauen gerade richtig gut G-Force auf. Das heißt, wir bremsen auch viel. Oh, wir sind aber ganz schön schnell unterwegs. Alter Verwalter. Aber das klappt. Ich glaube, das klappt. Ja. Ja, bei 6500 gehen sie auf. Sind gerade okay geworden. Und wie weit haben wir es? Oh, 70 Kilometer um und bei. Okay, Bremsfallschirme sind draußen. Bremsfallschirme gehen hoffentlich auch irgendwann mal in den Full Deploy. Ah ja, ich vergessen umzustellen, ne, den Full Deploy. Der kommt jetzt wahrscheinlich ziemlich spät. Na gut. Aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus, da dürfte nichts mehr passieren. Da sind die Hauptschirme. Bremsfallschirme, Full Deploy. Und Hauptschirme bei 700 Metern hinterher. Guti. Ja, der Jebediah geht also bei voller Gesundheit zurück nach Hause. Ja, und dann würde ich sagen, schreibt mir mal in die Kommentare, was wir machen wollen im Livestream heute Abend, wenn ihr die Folge guckt. Und dann freue ich mich auf den Livestream heute Abend, egal was wir spielen. Und ich hoffe, dass das auch technisch alles funktioniert jetzt nach dem Umbau. Aber ich bin eigentlich relativ unbesorgt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.